Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GameMG Drive und heute befinden wir uns mal wieder auf der West Coast Map und haben hier einen Ford Focus S. Aber ihr seht, das ist eigentlich kein Ford Focus S, das ist ein Chery Vivaz S im Nitrous Blue? Ah, wie hieß es nochmal? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, das ist eine Mod, die hat wohl effektiv, hat er die ganzen Daten vom Focus, also 350 PS und Allrad und so weiter. Wir haben ihn nicht getestet, auch nicht so in der Videobeschreibung. Aber wollen wir gar nicht nochmal hin, mal gucken, wie das Ding fährt. Manuelle Schaltung natürlich auch. Geht schon mal ziemlich gut ab hier, schon gleich am Anfang. Ist auch, glaube ich, ein bisschen breiter, oder? Also zumindest die... Weil die Reifen schauen ein bisschen raus. Zumindest die Reifen sind breiter. So, das Ding hat auch ordentlich Grip. Oh, weg da. Hey, ich hatte grün. Ich hatte sogar grün. Arsch. So, also wir werden den kurz rumfahren und danach werden wir, denke ich, uns hier vielleicht dafür sorgen, dass alle die ganze KI uns crashen will. Ich will den nochmal ganz kurz hier ein bisschen testfahren hier in den Straßen der West Coast City. Sorry dafür, dass gestern kein Video kam. Oh, Polizei hat das natürlich vielleicht nicht gemacht, was ich gerade getan habe. Sorry dafür, dass gestern kein Video kam. Warum das gewesen ist, ist relativ sind wir ja da eigentlich schon. Kann ich kurz sagen. Oh Gott! Fast genau uns rein. Jedenfalls, es gibt gerade ein paar Probleme mit meinem Studiums-Permit-Dings da, Bumster. Ich hab die Erlaubnis bekommen, aber die müssen es drucken. Und da gibt es gerade Probleme, dass sie es nicht drucken. Nicht, weil sie nicht wollen oder so, sondern weil sie... Keine Ahnung. Irgendwas. Das ist ziemlich stressig, weil wenn man am Dienstag anfangen soll zu studieren und die aber seit über anderthalb, jetzt fast anderthalb Monaten es immer noch nicht gedruckt haben, ohne was zu sagen, ist es stressig. Jedenfalls, das war gerade ziemlich stressig, das war in den letzten Tagen ziemlich stressig und ich musste, andere Sachen machen und ich musste herausfinden, okay, was muss jetzt denn die ganzen Szenarios durchgehen, was ist, wenn XYZ passiert, wie geht's weiter für mich, was heißt das für mich, was kann ich machen, Alternativen, Wege drumherum, keine Ahnung, also auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen, das war ich hatte damit ziemlich Stress gerade und deswegen kam ich nicht zum Video machen. Simpel. Sorry dafür. Ich versuche, dass die Videos weiterhin täglich kommen in den nächsten Tagen, aber ich weiß absolut nicht, wie nächste Woche aussieht bei mir. Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Also wirklich ab Montag weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Montag passiert. Jedenfalls. Der Focus hier, nicht wirklich Focus, der Focus. Fährt sich wieder ziemlich geil. Aber ich glaube, die Polizei kriegt uns nicht. Die brauchen ein bisschen Hilfe. Follow me, chase me, chase me. So, und jetzt sollte die ganze Polizei. Ja, jeder. Boah, bist untersteuert. Jetzt sollte uns theoretisch jeder Wagen verfolgen. So, gehen wir mal hier rum. Boah, das Ding ist aber geil. Das ist. Das lässt sich ganz schön rumwerfen. Suchen wir mal einen Drift. Ist vielleicht ein bisschen optimistisch, zu viel Forza wieder gespielt. Komm, danke. Und wir sind sogar noch nicht gecrashed. Das heißt, wir wollen mal crashen, oder? Ja, komm, crashen wir mal. So, weil ich noch mal dem. Polizeiwagen aus. Wow! Kann gerade noch so das Heck rumkriegen. So, die KI wie immer irgendwie unfähig uns zu rammen. Ich weiß nicht warum. Vorne haben wir Bremsen. Haben wir uns gerammt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten keine Kollision. Wenn du so mal nur ganz leicht aneinander vorbeigeschrammt. So, wollen wir hier rüber. Früh einlenken. Oh! Oh! 2 mm Entscheidungen. Jetzt uns hier an den vorbeidrehen. Hallöchen. Ah, ein bisschen weniger gedreht, als ich wollte. Shit. Oh, das hat die... Ach. Oh. So soll ein Rad nicht aussehen. Ouch. Okay. So, aber wir wollen jetzt mal einen richtigen Crash machen. Komm. Viel zu wenig gecrashed bisher. Wir haben mehrere Sportmodi, aber wir wollen die komplett ausschalten. Oh. Oh, ich habe einen kaputten Veloster gesehen. War auf einer Kreuzung, hat es einen zerfetzt. Hat sich zerfetzt. Natürlich zerfetzt. Kaputt gemacht. Ah, Veloster N. Also sozusagen die i30N oder die amerikanische Variante. Traurige Sache. Traurige. Hey! Traurige Sache. Warte, hier ging es doch dann nur mit den Treppen runter, ne? Links waren die Treppen? Ne, dann geht's hier doch irgendwo lang. Okay, hier entlang. Ja, das Ding ist ein Driftmonster, das ist das Geile. Ich weiß, der echten kann man ja auch driften. Der Focus war so der erste Hothatch, der so diese Drift-Modi hinzugefügt hat, ne? Und seitdem haben auch nicht nur Hothatch, sondern auch meine BMW M5 hat, C63 hat mittlerweile alle. Ich glaube, der Focus war der erste, der so diese Drift-Modes reingebracht hat für Allradfahrzeuge, ne? Aua. Okay. Komm. Aber die KI ist einfach...
Okay, danke für die Reflexion. Ne? Die KI ist einfach viel zu schlecht darin, ich finde. Komm, machen wir mal einen Test. Die sollen mich rammen. Dame Grand Marshal. Er fährt in die komplett andere. Warte, müssen wir vielleicht erstmal Traffic stoppen. Und dann auf Chase me gehen? Weiß ich nicht. Vielleicht überschreibt das irgendwie dann nicht ganz. Weiß nicht. Auf jeden Fall immer sehr komisch. Das war schon mal besser. Das auch. Oh Gott, ist die komplette Seite zerstört. Dann würde ich nochmal weg. Nicht was wir wollen, sondern weil wir die ganze Zeit nach links liegen gerade. Okay, weg da vorne, Grand Marshal. Oh, der Wagen. Oh, genau in die Kotflügel rein. Ah, oh, ne, der ist Schrott. Ah, okay. Ich habe mal schnell zu reloaden. Und bevor er uns fängt. Ja, okay, super. Fahren wir mal in die Tunnel rein, oder? Tunnel ist hier oben, links und geradeaus, ne? Glaube ich. Hier rum. Früh einlenken. Boah, das war knapp. Komm, driften wir den ein bisschen. So, und nicht hier rum. Oh, oh, unpraktisch. Unpraktisch. Da habe ich einmal eine falsche Dings genommen. Und konnte es nicht mehr retten. Puh. Okay, aber dann können wir einen J-Turn machen. So, erster Gang. Danke. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Supi, kein Problem, sowas. Bisschen driften. Das Ding fährt sich echt geil, muss ich sagen. Ich glaube, das ist meine Lieblingsvariante vom Chirier. Also den Arsenic, den mag ich ja. Aber das Ding hier ist. Huhuhuhu. Können wir 360 machen? Oh, Wand. Boah, kann ich gerade noch so von der Wand weghalten. Also wir sind, glaube ich, lang gestrammt. Aber es geht. Wo sind wir jetzt hier gerade gelandet? Achso, okay, beim Parkplatz. Wo ist eigentlich die KI? Wo fahren die entlang? Oder weil wir jetzt Stop Traffic gemacht haben, sind wir respawnen jetzt nicht mehr? Ist das der Fall? Scheint nicht mehr zu respawnen. Naja, egal. Ich finde den auch so ganz lustig eigentlich. Also sorry, wenn wir vielleicht nicht so viel crashen. Aber das Ding macht einfach so viel Spaß zu fahren. Ja, das Ding ist. Das gibt mir gleich schon mal eine Empfehlung zum Downloaden, gebe ich daraus. Für alle, die einen Wagen, die auch Spaß haben am Fahren und nicht nur am Driften, nicht nur am Crashen im BMG. Was war das von mir? der Focus Chiri ist ziemlich cool. Hier waren wir noch nie. So ein kleines Hütchen, was ist denn das? Genau, neben einem kleinen Generator oder? Keiner weiß, was es ist. Naja, komm. Komm mal, wie viel Speed wir hier kommen. Wenn wir hier entlang fahren. War das da abgeschlossen? Ah, ne, das ist lang. Also die ist nicht rechtzeitig leer. So, vierter Gang, wie schnell werden wir? 160, 170, 180, 90. Fünfter Gang. 200. Und 10, jetzt müssen wir aber reinbremsen. Sonst geht das hier, das geht sowieso schlecht aus. Au! Okay, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Erfolg, wenn wir hier. Das Ding ist aber schön geil. Es gibt ihn noch. Ah, warte, warum habe ich noch nicht ausprobiert? Es gibt noch auf Rennreifen. Das wollen wir gleich mal ausprobieren, weil ich will noch einmal einen Geschwindigkeitstest machen. So. 160, 70, 80. 6 Gänge müsste haben, ne? 94. Oh, hi. Der ist tatsächlich hier gefahren. Kann ich gleich wieder umdrehen. 230. Oh. Weniger Grip, als ich dachte. Mit 200 km/h ist. Bringen wir in die Luft. Jetzt kommt der WSS unangenehm, oder? Ja. Zum Glück nicht gegen die Dings geknallt, gegen den Pfeiler oder so, was auch immer das genau ist, aber. So, okay. So, ganz kurz. Sherry, wie war's? Dann haben wir noch die Race-Tire-Variante. Die hat 5 Kilometer, interessanterweise 5 Kilometer mehr wiegt. So, okay, aber schon mal weg mit der Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle. Widerliche Sachen braucht man nicht. Sag ich jetzt einfach mal so. So. Mein Licht, die einfach vorne wegbammeln. So. Also jetzt müsste der halt eben noch mehr Grip. Ich denke, jetzt ist aber nicht mehr so spielerisch. Der andere war schön spielerisch. Und ich denke, das wird ihm jetzt fehlen. Dafür wird er Grip haben. Schauen, können wir gleich mal da vorne in die Kurve fahren, werden wir es sehen. Hier ein bisschen rum. Okay. Also, oh ja, doch, er hat schon ordentlich Grip. An die vorbei. Aber
Riesensprung. Wow. Aber nee, also das ist cool. Ist cool. Aber ich finde die andere Variante geiler. Ich mag die Fahrzeuge, wenn die ein bisschen spielerisch sind, ein bisschen tanzen wollen. Was der hier zwar auch macht, aber eher in einem unkontrollierten, eher in einem Sinne, wo er dann halt eben irgendwann ausbricht und dann kannst du eh nichts mehr machen. Also, ja, der ist nicht so einfach zu fangen wie der andere Focus. Auf jeden Fall, ja, sorry für die vielleicht etwas langweilige Folge für manche von euch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, aber ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr rumfahren als crashen. Aber wie gesagt, wenn die KI uns auch irgendwann mal crashen würde, dann würden solche Folgen auch anders aussehen. Also schiebt es ein bisschen auf PMD. Auf jeden Fall. Link sein, Leute. Link zum Motto in der Videobeschreibung. Ich danke euch für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.